Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empires of the Undergrowth. Ich bin Mr. Katafir, let's play in das Scheit und das Kaninchen. Und das war ja... Das ging ja so mit der Erweiterung. Das ging ja so. Das wäre wirklich... Naja, das hat nicht funktioniert, seien wir ganz ehrlich. Also, da hätte... Ich glaube, ich hätte von Anfang an immer alle Truppen in den Kampf werfen müssen und nicht diese Königstruppe zurücklassen sollen, sondern wirklich mal alles in den Kampf schmeißen und dann die richtige Reihenfolge, die man dort einhalten muss, um möglichst viel Gewinn rauszuziehen. Naja, gut, geht's weiter mit Babysitten. Schauen wir mal. Your Wood Ant Colony has a twin. Your Brute Sisters Colony is very brave and enthusiastic, but not very smart. Updates of what the sister colony is doing will be given regularly. You want to keep them out of trouble. All enemy creatures must be killed and both queens must survive to win the level. Ach, du Schande. Ich dachte, ich fand es schon schlimm genug, mich um eine zu kümmern. Aber jetzt auch noch um zwei. Holla die Waldfee. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier das Nomnom holen. Dann bauen wir uns hier die... Warum? Was macht ihr? Wieso haben die so viel Essen? Wieso haben die so unfassbar viel Essen? Und ich nicht? Das finde ich unhöflich. Ich muss mich jetzt hier schon in die Wildnis wagen. Ich habe keine Blattschneiderameisen, sonst könnte ich mir mit den Blättern zu helfen. Vorsichtig. Zu helfen wissen. Aber nö. Ah, hier ist noch Nahrung drin. Okay, dann holen wir uns. Wenn wir das jetzt. Seid ihr wahnsinnig? Ich kann da jetzt noch nicht helfen. Da müssen sie jetzt erstmal noch mit klarkommen. Also, sorry. Es gibt Grenzen. Ich würde sagen, wir gehen mal nach hier. Da ist ein Fragezeichen. Fragezeichen sieht für mich wie Essen aus. Und ohne Gegner. Da sind, glaube ich, auch keine Gegner. Hier ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Hier ist ein Gegner. Oh, warte mal. Ah, lecker. Nom nom. Okay. Dann bauen wir als nächstes mal einen Futterspeicher. So, da oben könnten wir uns dann auch gleich noch hinbauen. Bauen wir den Futterspeicher noch weiter auf und... Das hier. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal... Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier irgendwo durchbreche, wo gleich wieder Gegner sind. Machen hier schon mal den nächsten Raum auf. Und hier ebenfalls. Und dann machen wir hier... Was sind das hier? Nahkampf-Waldameisen. Okay. This colony must remain small for now. Ja, 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 ja. Food is nicht too scarce. Gut, sie bekämpfen, sie legen sich mit denen an. Einzeln. Das ist sehr schlau, dass ihr einzeln euch mit denen anlegt. Aber soll es. Nicht jede Ameise kann so intelligent sein wie wir. Darum ist immer noch ordentlich viel Nomnom. Und sie bekämpfen ja schon fleißig die gegnerischen Kreaturen. 69 sind nur noch da. Sie haben eine Spinne schon bezwingen können. Yay. Komme ich da oben eigentlich durch? Ich kann hier runter, da hoch und dann könnte ich dort rüber. Okay. Das heißt, was wir mal machen ist, wir schicken mal unsere 1 hier rüber. Die hat da oben jetzt so langsam alles weggenümmelt. Weggemümmelt. Und ihr werdet mal kurz zur 2, die mal noch hier hochgehen und das da wegsammeln.
Gucken wir mal, ob wir die Spinnen tot kriegen oder ob die uns einfach komplett Messer machen. Ja, wenn wir einzeln ankommen, machen die uns natürlich Messer. Okay. Halt, stopp. Okay, die haben uns zu sehr Messer gemacht. Das war auch schon wieder ein Fehler. Oh gut, dann stoppen wir uns mal noch kurz die Nahrungsvorräte hier. Da oben sind lecker Spinnies. Die kriege ich bei weitem nicht tot. Kein Stück! Okay, dann geht's wieder zurück. Dann schauen wir mal. Hier oben sind, glaube ich, zwei. Ich könnte mal gucken, ob ich dort reinkomme. Ah, meine Nahrungslager sind voll. Okay, das bedeutet, wir bauen mal hier die nächste, das nächste Lager für Fernkampfeinheiten. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier irgendwie durchgebrochen kommen, ohne dass dort gleich das pure Chaos ausbricht. Ich hab ein bisschen Schiss, was soll jetzt auf uns zukommen? Ach, guck mal, nichts Schlimmes, okay. The ants must defend themselves. Wieso hält denn der so viel aus? Ah ja, gut. So, da sind drei Gegner. Da ist ein großer Gegner. Da ist ein kleiner Gegner. Hier sind drei Gegner. Da ist ein großer Gegner. Hier hinten ist nochmal ein Name. Okay, warte mal. Die drei? Ne, die drei geht mal nach da. Oh, das könnte die 1 eigentlich machen. Die 3 kann er nämlich wieder weg. Aber wenn die das hier weggeräumt hat, kann sie sich mit denen da anlegen. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Vorsorge. Naja, Vorsorge nicht, aber ein paar mehr. Ein bisschen mehr Nom Nom. Ich hoffe, die kommen dann... Alter, sind das viele. Zwei geht mal mit hin. Die Fernkampfeinheiten. Wieso kommen die um mein... What? What? The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Okay, ich würde sagen, wir fangen nochmal, auch nochmal neu an. Und machen nicht so viele Fehler. Oh Gott, ich hole euch gleich wieder dazu. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier alles erstmal, soweit es geht, wieder eingesammelt, auch draußen schon ein bisschen, und ich gehe davon aus, dass sie gleich wieder angreifen werden, deswegen packe ich hier schon mal meine Truppen zusammen, dass alle Nahkämpfer hier vorne stehen, auch die Verteidigungstruppen der Königin, weil wir könnten eigentlich theoretisch auch rausgehen und den Kampf suchen, oder? Ich meine, warum nicht? Was spricht dagegen, den Kampf zu suchen? Es sind ja bestimmt die drei hier. Und dann greifen die uns nicht mehr an, wenn sie tot sind. The ants must defend themselves. Wäre gut, wenn alle Fernkämpfer mitmachen würden. Alter, gerade deswegen ist es gut, wenn alle Fernkämpfer... Warum rennt ihr weg? Was macht ihr? Attacke! Wie soll das denn gehen? Die schnetzeln mich hier einfach mal komplett nieder. Guckt euch das an! Ich hoffe, okay, wir kriegen es hin.
Ich hoffe, das sind die. Nicht, dass die jetzt gleich wieder... übrigens, ihr werdet angegriffen. Zwei geht mal hier hin. Dann sammelt man noch das letzte Stück da ein. Warum kommen die, um mich zu verteidigen? Wer greift mich an? Bitte, ich dachte, das... Okay, puh, ich dachte, das wären... Dann doch andere, aber es sind scheinbar... Es kommt niemand, dann waren das die. Okay. Also. Meine Nahrungslager sind voll, das ist ganz gut. Also, dann... Würde ich sagen, wir gehen jetzt mal den Weg und graden ein bisschen ab. Wir haben beim letzten Mal ja versucht mit vielen Truppen, das war nicht so erfolgreich, deswegen gehen wir jetzt einfach mal den Weg mit wenig Truppen, aber dafür mächtigen Truppen. Ach, ich habe die 2 soll dahin, nicht die 3. Noch ein bisschen dumm. Bin auch schon ein bisschen neben der Spur. So, das ist alles eingesammelt. Dann würde ich sagen, wir bleiben aber jetzt erstmal, wir gehen jetzt... Die Krim... Ach, guck mal, die kommen hier entlang. Sehr schön. Dann würde ich nämlich sagen, wir bleiben in unserer Basis und gucken, dass wir hier die... diese Punkte hier vielleicht erstmal noch frei sammeln. Bevor wir uns jetzt mit anderen Gegnern anlegen, versuchen wir erstmal in unserer Basis alles einzusammeln, was Essen heißt. Und das sind ja scheinbar nur kleine Gegner, hoffe ich einfach mal. Ah ja, guck mal. The ants must fight. Dann können wir unsere Basis erstmal ein bisschen aufbauen. So ist jedenfalls der Plan. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu übermütig werde. Und wir machen unsere Angriffseinheiten noch stärker. Gerade unsere Nahkämpfer sollten halt noch stärker werden. Dass sie mehr aushalten. Ich hoffe einfach, dass sie einfach dann mehr aushalten. Und nicht sofort sterben. The battle has begun. Ihr seid ein bisschen mutig. Wir können ja vielleicht lernen. Wie gut kommt ihr gegen die 8, du Schande? Das ist ein bisschen mutig, was ihr da macht. Bin ich ganz ehrlich, das ist mutig bis übermütig. Aber das könnte auch von mir kommen. Also so bin ich nicht. Oder so ist es nicht. Okay, das haben wir fast leer. Jetzt haben wir noch das große Vieh da und... dieses riesengroße. Wir haben noch hier unten 3 große Viecher. Pass mal auf. Gucken wir mal, dass wir vielleicht nochmal nach da gehen. Wenn wir das da oben alles weggemümmelt haben. Jetzt haben wir hier schon mal Stufe 2 unserer Nahkampfeinheiten. Und Stufe 2 unserer Fernkampfeinheiten haben wir begonnen. Has begun. Sehr schön. Dann haben wir auch die weg. Und dann geht er mal sofort wieder hier hoch, für den Fall, dass ein Angriff kommt. Oh, und ich überlege, ob ich die Großen schon mal angehe. Ob ich den einen Großen da oben angehe. Was wir versuchen? Pass mal auf. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Wir müssen uns gut aufbauen, damit wir unseren Freunden helfen können. Wenn sie nämlich weiter so übermütig da ihre Truppen irgendwo ins Nirvana schicken, so wie ich das auch gerne getan habe, zum Beispiel jetzt gerade. Ach du Schande. The ants must fight. Okay, der geht aber. Einen kriegen wir tot. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das bringt richtig gute Nahrung. Das bringt richtig gute Nahrung, okay.
Das heißt, wir können hier unsere Fernkämpfe auch upgraden. Und dann können wir die hier upgraden. Die in der Mitte wenigstens. So, wenn wir die jetzt haben, dann würde ich sagen, wir bauen noch mehr Nahkämpfer und schauen, dass wir vielleicht da unten den auch noch töten. Das hat ja echt gut funktioniert. Auf dass wir noch mehr bessere Truppen bekommen. Dann haben wir jetzt schon eine Stufe 3 Truppe von jedem. Außer von unseren Arbeitern, aber. Die sind auch, glaube ich, nicht so nützlich, wenn sie abgegradet sind. Glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Kann ich mir aber vorstellen. The battle has begun. Also auch der ist ganz schnell weg. Sehr schön. Wählen wir auch mal hier ab, dass unser Nahrungslager mehr Platz hat. Wenn jetzt diese großen Nahrungsbatzen hier kommen. So, und dann schnell wieder alle nach hier vorne, damit nichts schief läuft. Und dann müssen wir jetzt nach draußen. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir als erstes hin? Ich überlege, ob ich zuerst die Spinnen vor ihrer Haustür töte. Ah, das sind halt überall Riesenkäfer, das ist das Gefährliche. Wie sieht's denn hier aus? Wie weit seid ihr denn gekommen? Die könnten wir auch snacken. Ich glaube, die könnten wir sogar echt snacken. Lass uns mal versuchen. Die dackeln gerade eh irgendwo hin. Keine Ahnung, wo die hin dackeln. Und versuchen wir, die mal gerade wegzusnacken. Bevor die Schindluder treiben mit unserer befreundeten Basis hier. Jetzt haben sie sich mit denen angelegt und jetzt wollen die Rache, die Einsiedlerkrebse. Oh Gott, die halten richtig was aus. Trotzdem noch Stufe 2 Fernkampfeinheiten. Hacken sie die richtig gut zusammen. Aber die kriegen wir weg, okay. Okay. Sehr schön. Dann holt ihr da auf jeden Fall die Nahrung von ab und wir bauen weiter auf. Das sieht doch ganz gut aus. Okay. Da kommt die Nahrung. Ich würde vielleicht den in der Mitte nochmal upgraden wollen. Um mehr Platz haben, wenn jetzt die großen Nahrungsbatzen kommen. Sehr, sehr schön. Dann können wir die jetzt auch nochmal upgraden. Die sind fast leer gemümmelt. Hier ist aber noch ein bisschen was. Was wäre das nächste, was wir angreifen können? Womit können wir uns anlegen? Mit den beiden Spinnen? Mit diesen drei Einsiedlerkrebsen können wir uns auf jeden Fall anlegen. Wir haben jetzt diese Einsiedlerkrebse tot bekommen. Können wir uns mit den unteren Einsiedlerkrebsen anlegen. Oder wir legen uns doch nochmal mit den Spinnen hier vorne an, damit die auf jeden Fall weg sind. Mit denen möchte ich mich auf jeden Fall noch nicht anlegen. So, weiter. Wir können auf jeden Fall hier weiter upgraden.
Haben wir ganz viele Stufe 3 Nahkampfeinheiten. Sehr, sehr schön. Ihr seid fertig? Okay. Was? Warum haben die nichts gesagt? Es kam keine Meldung, habe ich die übersehen. Mein Gott. Alter, wieso sind die Level so unfucking fassbar schwer? Oh mein Gott, sind die unfucking fassbar schwer. Ja. Gut, das war dieser Versuch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.